Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Beauty-Kultprodukte mit günstigeren, was heißt günstigeren, teilweise spottbilligen Alternativen aus der Drogerie vergleichen möchte. Ich kann euch sagen, ich plane dieses Video hier schon seit Monaten und ich freue mich jetzt richtig drauf, das endlich umzusetzen. Ohne Quatsch. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Also, wenn ich von Beauty-Kultprodukten spreche, dann meine ich ganz konkrete Einzelprodukte einer ganz bestimmten Marke, die im High-End-Segment den Standard gesetzt haben, an den dann alle anderen versuchen ranzukommen bzw. sich an ihm orientieren. Und dieser Standard, der strahlt dann wiederum auf den gesamten Markt ab, auch in die Drogerie. Und da das Ganze immer nur in diese Richtung funktioniert, also niemals so, dass der Drogeriemarkt in den High-End-Bereich abstrahlt und ihn irgendwie beeinflussen würde, habe ich mir gedacht, es wäre absolut lohnenswert, sich mal genauer anzuschauen, wo denn billig gegen teuer tatsächlich gewinnen könnte, beziehungsweise wo der Schüler den Meister schlägt. Und bevor wir uns jetzt auf die Kultprodukte und ihre Klone stürzen, möchte ich noch eins voranschicken. Nämlich, dass mir bewusst ist, dass das hier ein absolut subjektives Video werden wird. Das heißt zum einen, ich erhebe mit meinen Aussagen keinerlei Anspruch auf allgemeingültige oder gar absolute Wahrheit. Und zum anderen, bitte steinigt mich nicht in den Kommentaren, wenn ich euer liebstes Kultprodukt verbal zerlegen sollte. Ja? Sagt nicht, ich hätte euch nicht vorher gewarnt. Also, ich habe mir bei den originalen, also den teuren Beauty-Kultprodukten, immer solche ausgesucht, bei denen es günstige Alternativen dazu in der Drogerie gibt oder gleich 1:1 Dupes. Und ich fange mal an mit den Augen. Also wir arbeiten uns so im Gesicht von oben nach unten und das Erste, was mir dazu sofort eingefallen ist, ist Mascara. Und zwar, welche Firma mit welchen Mascaras wurde so in den letzten Jahren, sage ich mal, im Blog- und YouTube-Kreisen ziemlich gehypt? Ich würde ja sagen Benefit. Also, sei es nun hier die The Real Mascara und dann kam später die Roller Lash und dann gab es die Bad Girl Bang Mascara. Und ich würde ja sagen, die sind meiner Meinung nach so schlecht, dass man sie einfach mit fast jeder Drogerie-Mascara vergleichen könnte. Sei es nun entweder in Wasserfest, diese wasserfeste Manhattan-Tusche, die hat tatsächlich sogar ein ähnliches Bürstchen wie hier die The Real Mascara, obwohl die nicht mehr im Originalzustand ist. Also, die hat ja in Wirklichkeit so ein hässliches Morgensternbürstchen. Also hier oben stehen dann noch so Spikes ab, mit denen ich mir immer ins Auge gestochen habe. Die habe ich knallhart mit einer Nagelschere nachfrisiert, damit ich sie zumindest halbwegs benutzen konnte. Und das Ganze hat auch einen Grund. Denn egal, wie gut die Tusche sein kann, Mascara ist nun mal einfach ein Produkt, was nach wenigen Monaten ausgetauscht werden muss. Das heißt, es ist nicht mal eine Investition, so nach dem Motto, ich kaufe es einmal und habe es dann für immer. Nein, die muss ja weggeschmissen werden. Also spätestens nach 6 Monaten bis einem Jahr, je nachdem, wie hart ihr drauf seid. Und ich finde nicht, dass es sich dann lohnt, ein Produkt, was so schnell ersetzt werden muss, für viel Geld zu kaufen. Also, mir kann keiner erzählen, dass diese Dinger und das hier nicht von der Sache her, naja, eigentlich das Gleiche machen. Sie tuschen eure Wimpern. Deswegen bin ich grundsätzlich dagegen, im High-End-Bereich Mascara zu kaufen, weil mittlerweile auch die Drogeriefirmen sich das, was wahrscheinlich aus dem Luxusbereich kommt, und an Innovationen dabei abgeguckt haben. Also ihr müsst euch bloß mal in der Drogerie diese ganzen mannigfaltigen Mascara-Bürstchen angucken, die angeboten werden. Da gibt's ja alles. Also von ganz klein bis ganz groß, von normal bis erinnert an ein Alien-Werkzeug. Also es gibt alles, was das Herz begehrt. Und da finde ich es einfach nur frech, wenn für eine Mascara irgendwie 30 Euro abgedrückt werden soll und ich müsste dann alle 6 Monate 30 Euro für was ausgeben, was ich aus hygienischen Gründen dann bald wieder wegwerfen muss? Nein.
Es gibt nur eine Ausnahme, wo ich das relativieren würde, und das ist, wenn ihr ganz konkret ein spezielles Problem habt. Also zum Beispiel, ihr habt festgestellt, weil ihr sehr ölige Lider habt, jede Mascara stempelt sich ab und ihr wollt es mal mit einer Tubing-Mascara versuchen. Die gibt es oft nur in der Parfümerie und wenn ihr damit glücklich werdet, natürlich kauft die. Aber wenn ihr eigentlich denkt, naja, ich habe normale Wimpern, ich komme eigentlich auch mit den günstigen zurecht. Also, wenn ihr da nicht so ein großer Verfechter einer speziellen Marke seid, dann würde ich sagen, meiner Meinung nach könnt ihr es auch gut mit den billigen machen. Das nächste Produkt ist eine Eyeshadow Base. Und ich muss dazu sagen, das Originalprodukt habe ich nie besessen. Aber wenn noch vor ein paar Jahren eine Eyeshadow Base genannt wurde, dann war es meist der Paint Pot von MAC. Da gab es meist die Farbe Painterly. Und ich habe dazu meiner Meinung nach ein super Dupe. Und zwar hier von Maybelline, den Color Tattoo. Der ist in der Farbe Nude Rose. Irgendwie so, den gibt es jetzt in Deutschland. Ich habe hier noch das amerikanische Produkt, was ich damals aus Amerika bestellen musste. Ich glaube, ich habe den jetzt seit 3 oder 4 Jahren. Der ist fast leer, aber ich habe ihn gut benutzt. Und ich kann euch eins sagen, obwohl dieses Töpfchen hier fast leer ist, ist der noch benutzbar. Das heißt, da kommt noch Farbe raus und die lässt sich noch weich auf der Haut verstreichen. Also das Produkt hat irgendwie 6 oder 7 € gekostet. Ich schaffe es, es zu leeren, bevor es eintrocknet. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach das MAC-Produkt nicht bietet. Denn bei meinem allerersten Ausflug in einen MAC-Store mit meiner Freundin, wo wir alles ausprobiert haben, wir hatten gedacht, MAC, das Nonplusultra. Also jahrelang war ja MAC so the place to go für die Beauty-Junkies. Und als wir endlich mal in so einen Laden reingekommen sind, haben wir uns alles angeguckt. Pinsel, dann waren die kratzig. Puder-Lidschatten. Dann waren die staubig und haben keine Farbe abgegeben. Und dann der heilige Paint Pot. Ich habe reingelangt in das Ding, es war pupstrocken. Und dann habe ich gedacht, soll ich über 20 € für so einen Creme-Lidschatten ausgeben, der wahrscheinlich auf meiner Haut, ich habe trockene Haut, von Anfang an zu trocken sein wird. Und ich habe dann auch bei vielen gelesen auf Blogs, dass die Paint Pots anscheinend schnell eintrocknen. Und ganz ehrlich, will ich was für 20 €, was mir wegtrocknet, bevor ich es aufbrauchen kann? Ich glaube nicht. Die Color Tattoos werden auch sehr gerne als Lidschattengrundierung benutzt, einfach weil sie gut halten. Und naja, also da muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht mehr scharf darauf, das Original zu testen. Kommen wir zu einem nächsten Produkt, was mit Augenschminken zu tun hat. Woran die meisten wahrscheinlich denken, wenn sie das Wort Lidschattenpalette hören. Und zwar Urban Decay. Ich habe hier zwei Urban Decay Naked Paletten, einmal die Naked 3 und die Naked Heat. Aber besonders in so den Anfängen, als Beauty-YouTube und auch Beauty-Blogs so richtig im Kommen waren, da waren ja die Naked Paletten 1 bis 2 damals noch der totale Renner. Und ich habe die halt nie gekauft, ja? Ich habe stattdessen was anderes gekauft. Und zwar das hier. Schmucklose Dupes von Makeup Revolution. Und es gibt dafür auch einen guten Grund. Ich war mir nämlich anhand von Online-Swatches und so nie ganz sicher, ob tatsächlich die Naked 1, das ist die hier, und die Naked 2 überhaupt zu meinem Typ passen. Und dann auf einer Schubladenleiche zu sitzen für 52 €. Das war mir mal zu heiß. Deswegen bin ich zu Rossmann gegangen und habe für 3,49 € und 3,49 € diese Dupes gekauft, die 1 zu 1 Dupes sind. Und ich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Denn mir stehen die Farben aus speziell diesen Naked Paletten, die ja als das Nonplusultra für neutrales Augen-Make-up gehypt wurden, persönlich nicht gut. Und dann hatte ich die Chance, es einfach mal auszuprobieren. Das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde. Also besonders bei teuren Lidschattenpaletten. Von Urban Decay zum Beispiel hat Makeup Revolution alles knallhart nachgebaut. Also wirklich, das ist eins zu eins geklont worden. Ihr könnt zu Rossmann gehen, könnt die Dinger swatchen. Es gibt auch von vielen anderen Marken mittlerweile richtig gute Dupes. Aber wenn ihr es euch vor Ort ansehen wollt, könnt feststellen, ob euch die Farben überhaupt gefallen. Und wenn ihr denkt, würde ich vielleicht ab und zu mal benutzen, dann ist so ein Dupe zum Ausprobieren und vielleicht zum zwei- oder dreimal im Jahr rausholen
tatsächlich doch besser als so ein teures Ding. Oder außerdem muss ich dazu sagen, dass ich die qualitativ absolut in Ordnung finde. Ich kann damit super schöne Augen-Make-up schminken. Und die sind für mich ein gutes Beispiel dafür, dass es doch bei einem Produkt, wie auch bei allen anderen Sachen, darum geht, was drin ist und nicht, wie es von außen aussieht oder wie es verpackt ist oder gar wie es vermarktet wird. Und besonders bei Schminke denke ich immer wieder, es geht doch darum, was das Produkt macht, also wie es mich aussehen lässt und nicht, wie es selbst aussieht. Deswegen kann ich mit dieser klapprigen Plastikverpackung hier sehr gut leben. Ein bisschen anders sieht es bei mir mit diesem Kultprodukt aus. Das ist nämlich ein Original Beauty Blender in Pink. Und ich muss auch sagen, für mich ist dieses Ei tatsächlich nach wie vor das Nonplusultra. Ich habe nämlich tatsächlich fast alle der anderen Eier, die so mit der Zeit nach und nach gelegt wurden, ausprobiert. Und ich muss sagen, das Einzige, was bei mir bleiben durfte, ist so eine neue Version eines Ebelin-Eis, was so abgeschrägt ist. Ich kann euch auch den Grund sagen. Also nach langer Recherche habe ich rausgefunden, was mir an den anderen Eiern nicht gefällt und was die 13 bis 20 Euro, was ein so ein rosa Ding kostet, tatsächlich rechtfertigt. Und das ist, es ist einerseits weich genug und gleichzeitig widerstandsfähig. Das heißt, die ganzen Nachmachen sind entweder hart, also das hier ist auch so ein harter Kandidat, mit dem man sich so ein bisschen haut, wenn man versucht, irgendein Tarnprodukt einzuklopfen. Oder sie sind sehr, sehr weich, um halt, naja, die Weichheit von dem hier zu kopieren, dann aber nicht widerstandsfähig. Das heißt, sie reißen schnell ein beim Waschen und man kann sie nicht lange benutzen, bevor man sie ersetzen muss. Diese Eier sind mir noch nie eingerissen. Also ich könnte wahrscheinlich, wenn ich es nicht so genau nehmen würde, die 2, 3 Jahre benutzen. Ich schmeiße die meist nach einem Jahr weg. Aber es rechnet sich für mich halt nicht, wenn ich eins von den günstigen weichen Eiern benutzen würde, was mir aber nach 2, 3 Mal Waschen einreißt oder was einfach die Form nicht hält oder was ich sonst halt nicht mit dem Original messen kann und ich es deswegen öfter ersetze und dann komme ich am Ende auf den gleichen Preis. Also hier würde ich sagen, die ganzen Klonwerkstätten haben noch nicht rausbekommen, wie man das hier 1:1 klont. Deswegen bleibe ich beim Original. Bei der nächsten Produktkategorie bin ich so zwiegespalten mit meinem Urteil. Das heißt, einerseits würde ich sagen, das teure Produkt lohnt sich, andererseits aber nicht immer. Ich fange mal mit den schlechten Nachrichten an. Ich habe mir ganz neu hier von Becca einen Primer gekauft, denn zurzeit sind ja auch wieder die Becca Primer, wenn es in den Bereich geht, nicht Poren auffüllend und mattierend. Da sind ja so Benefit mit Porefessional, war ja eigentlich so das Kultprodukt, die Vorreiter. Also wenn es so um die feuchtigkeitsspendenden und so manchmal auch lichtreflektierenden Primer geht, da ist ja Becca zurzeit ganz groß am Start. Ich habe hier den Backlight Priming Filter. Und ich habe mir dieses Ding aus einem Grund gekauft. Ich wollte nämlich den hier ersetzen. Das ist von Essence ein Primer, den es so leider nicht mehr gibt. Der wurde leider schnell ausgelistet. Das ist ein Nachteil von den günstigen Sachen, dass sie nicht lange im Sortiment sind und man sich nicht darauf verlassen kann, dass Standardsortiment auch dauerhaft im Sortiment heißt. Das war der Fresh Fit and Awake Primer. Der war reizarm formuliert und das war ein super Produkt für meine trockene Haut. Der ist von der Farbe her nämlich sehr ähnlich wie dieser Becca Primer. Das ist so ein goldiges, beiges Produkt, was keine eigene Deckkraft besitzt. Aber auch mehr als durchsichtig ist, sage ich mal. Und da der einfach schon ein bisschen älter ist und ich den gerne ersetzen wollte, habe ich bei einer Bäckerbestellung den vergünstigt dazu bekommen, habe ich gedacht, super, probiere ich mal aus. Tja, haha. Und jetzt kommen wir dazu, dass bloß weil teuer draufsteht, nicht immer auch was Gutes drin ist. Denn dieses Produkt muss ich zurückschicken. Auf der Website von Douglas standen nämlich andere Inhaltsstoffangaben, als hier draufstehen. Hier sind nämlich deklarationspflichtige Duftstoffe drin. Und zwar gleich 1, 2, 3, 4. 4. Wer braucht das zusätzlich noch zu Parfüm? Wer? Niemand. Also eure Haut braucht es definitiv nicht. Und deswegen kann dieses Ding, was auf meine Haut wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Effekt machen würde, wie dieses sehr, sehr günstige Teil hier, mit dem billigen einfach nicht mithalten.
Denn da kommen wir zu der zweiten Erkenntnis, die ich gerne weitergeben würde, was diese ganze Unterscheidung in teuer, billig und was es jetzt besser angeht. Nämlich, dass ihr bitte daran denken müsst, dass wie ein Produkt performt, zum Großteil einfach von seinen Inhaltsstoffen abhängt. Beim Make-up hängt es dann auch zu einem gewissen Teil von der Verarbeitung ab. Also ich würde jetzt mal sagen, ob ein Highlighter zum Beispiel fein vermalt ist oder eher so grobe Glitzerpigmente hat. Aber besonders bei solchen Sachen wie Primer kommt es halt auf die Inhaltsstoffe an. Und da können auch in teuren Produkten absolute, ich will nicht Schrott sagen, aber ungünstige Inhaltsstoffe für euch und eure Haut verbraten werden. Und ihr müsst euch halt wirklich darauf verlassen, was in dem Produkt drin ist und nicht das, was vorne raufgeschrieben wird. Dass es auch anders geht, zeigt aber MAC. Ich habe nämlich von MAC die Strobe Cream. Das ist hier eine Mini-Größe, die man davon kaufen kann. Dann kostet das nicht auf einmal so viel. Und ich habe gedacht, die werde ich wahrscheinlich alle bekommen, bevor das Produkt abläuft und dann verfällt und ich es wegschmeißen muss. Das ist auch eine Art feuchtigkeitsspendender Primer. Gut daran ist, dass viele MAC-Produkte reizarm formuliert sind. Also man kann sich darauf verlassen, dass man hier nicht den totalen Quatsch angedreht bekommt. Die zweite Sache, warum ich das Produkt noch mag, neben der Formulierung, ist, dass es weiß ist. Das ist also nicht bloß lichtreflektierend und es ist so ein bisschen wie, naja, wie eine feuchtigkeitsspendende Creme formuliert. Nein, es ist weiß und hat tatsächlich ein bisschen sowas wie eigene Deckkraft. Das bedeutet, ich kann das nicht bloß nutzen, um meine Foundations, die mir zu trocken sind, ein bisschen Feuchtigkeitsspender zu machen. Ich kann das auch nutzen, um meine Foundations, die mir im Winter zu dunkel sind, heller zu machen. Das ist für mich also so ein 2-in-1-Produkt, was ich echt super finde. Und es ist reizarm formuliert. Und da es von MAC ist, ist es im Standardsortiment und wird wahrscheinlich so schnell nicht ausgelistet werden. Ich kann mich also darauf verlassen, dass es das nach wie vor geben wird. Und wenn es alles, kann ich es nachkaufen, muss mich nicht auf die nervenaufreibende Suche nach einem Ersatzprodukt machen. Also da würde ich sagen, da lohnt sich tatsächlich das Kultprodukt. Kommen wir zum nächsten Produkt, der sich so mit dem Wangenbereich beschäftigt. Und zwar handelt es sich da um den Hoola Bronzer. Ich habe den in zwei Varianten hier in dieser Palette, weil ich mir damals schon gedacht habe, nicht, dass der dir am Ende nicht gut gefällt. Und dann hast du den in Originalgröße zum Originalpreis gekauft. Hier konnte ich den halt verbilligt bekommen, weil mehrere Produkte in einem drin sind. Ich habe einmal den Hoola Bronzer in der Originalfarbe und Hoola Light. Und ich kann sagen, ich mag sie beide nicht. Also meiner Meinung nach kann der Hoola Bronzer nicht mit irgendeinem anderen mithalten. Auf keinen Fall für den Preis und dass er so gehypt ist. Also meiner Meinung nach stinkt er gegen jeden anderen Bronzer aus der Drogerie ab. Ich hätte hier zwei Alternativprodukte. Ich benutze sehr gern aus dieser alten Catrice-Palette einen ganz hellen Ton. Und im Sommer, wenn ich ein bisschen gebräunter bin, dann hier sowas von Essence. Und ich kann euch sagen, was auch die Vorteile dieser günstigen Produkte sind. Sie passen einfach zu meinem Hautton. Also immer wenn etwas gehypt wird von ganz, ganz vielen Leuten und es wird quasi One Fits for All empfohlen, kann ich euch sagen, es stimmt nicht. Es gibt keine Pauschallösung, ja. Und deswegen kann mir dieser Hoola Bronzer einfach auch nicht gefallen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute sagen, ich habe Probleme in der Drogerie, einen Bronzer zu finden, der nicht so rot ist oder nicht orange rauskommt. Dann wäre aber der Hoola Bronzer für euch auch keine Lösung, denn also wenn dieses Ding eins ist, dann ist es orange. Und die zweite Sache ist, ich finde, es ist nicht wahnsinnig leicht aufzutragen. Ich brauche dafür tatsächlich diesen teuren Pinsel. Das ist der einzige Pinsel, der kommt auch direkt von Benefit und heißt Hoola Bronzing Brush. Das ist der einzige, mit dem ich dieses leicht fleckige, staubige, kalkige Ding irgendwie aufgetragen bekomme. Ich benutze den jetzt natürlich und er riecht lecker, er ist in so einer Palette drin, er ist praktisch. Aber grundsätzlich würde ich auf keinen Fall sagen, dass das Nonplusultra im Bronzerbereich ist. Also, da findet ihr auch in der Drogerie was, was für euch bestimmt besser passt, alleine schon, weil es da eine große Auswahl gibt. Ihr könnt euch mal so durchswatchen und feststellen, was passt denn tatsächlich zu meinem Hautton. Ich muss auch sagen, ich wundere mich immer wieder, wie Mädels auf YouTube, die einen sehr hellen Hautton zu haben scheinen, erzählen, oh, sie benutzen den Hoola. Nicht mal Hoola Light, sondern Hoola Original. Dieses dunkle Ding da zum Konturieren? Und die sind super, super blass. Und ich denke dann immer so,
Okay, also bei mir geht das auf keinen Fall. Ich werde damit zum Oompa Loompa. Nächste Produktkategorie Highlighter ist für mich eindeutig mit einer Marke verbunden und das ist Bäcker. Also schon seitdem ich blogge, wurde mir immer wieder eingetrichtert, Bäcker sind die, die Highlighter richtig gut können. Und spätestens seitdem sie das Kultprodukt Champagne Pop zusammen mit Jaclyn Hill rausgebracht haben, war klar, dieser Highlighter und kein anderer, alle anderen können nicht mithalten, keiner funkelt so stark. Es ist so schön, du wirst noch vom Mond aus gesehen. Tja, ich habe das natürlich auch geglaubt. Ich habe sehr lange widerstanden, muss ich sagen. Ich hatte nämlich auch einfach schöne Highlighter aus der Drogerie. Ich besitze heute sehr, sehr viele Highlighter von Bäcker und ich würde sagen, die sind für mich nicht das Nonplusultra. Und besonders, was auch immer diese Aussage angeht, Highlighter, die günstig sind, die sieht man gar nicht auf der Haut, die sind gar nicht so stark, kann ich nur sagen. Da habe ich einen Gegenbeweis, den ich jetzt gerne antreten würde. Vor einem Jahr habe ich mir nämlich diese kleine Palette hier gekauft vom Urlaub. Von Rivalde Loop Young. Und ich war zuerst bei Rossmann gewesen und hatte mir diesen Highlighter aus dieser kleinen Palette, diese zwei Töne, auf den Handrücken gemalt. Ja, die waren dann noch, als wir zu DM gingen. Und als ich dann bei DM war, stand da plötzlich ein Aufsteller mit dem Mary Luminizer. Weil der jetzt auch bei DM verkauft wird im Online-Shop und um das zu bewerben, hatten sie den dann dort mal hingestellt, dass man ihn live swatchen konnte und um das Produkt einzuführen. Dann habe ich mir diesen bis in den Himmel gelobten Hype-Highlighter direkt auf die Hand neben die anderen Swatches gemalt, nur um festzustellen, ups, der stinkt ja ganz schön ab gegen dieses billige kleine Ding hier von Rivalde Loop Young. Tja, und da ist mir klar geworden, auch die anderen Firmen kochen bloß mit Wasser. Naja, und Highlighter ist immer gepresstes Glitzerpigment. Deswegen bin ich schon mit, naja, sag mal, nicht so großen Erwartungen an meine Bäcker-Highlighter rangegangen. Ich muss sagen, sie gefallen mir gut. Das Besondere an Bäcker-Highlightern ist meiner Meinung nach, dass die meist noch wie so ein besonderes Farbspiel aufweisen, sind nicht einfach bloß Champagner oder Silber, sondern da schimmert immer noch so ein bisschen was in eine andere Richtung. Das ist interessant. Grundsätzlich kann ich aber absolut auch diese Paletten hier von L'Oréal empfehlen. Also, ich halte euch immer die in die Kameras, weil es die zurzeit noch in der Drogerie zu kaufen gibt. Ich benutze auch super gerne so einen alten Highlighter von P2, bloß den gibt es halt so nicht mehr. Und deswegen zeige ich den nicht so oft. Das Interessante an diesen beiden Paletten ist aber, dass ich in diesen Paletten auch potenzielle Dupes zu Bäcker-Highlightern gefunden habe. Ich blende euch mal die Swatches ein. Und zwar ist der Ton Oh My Gold aus der Cool Glow Palette ein gutes Dupe zu Vanilla Quartz. Die sind von der Sache natürlich nicht ganz identisch. Wie gesagt, dieses besondere Farbspiel haben die nicht, was die Bäcker Highlighter haben. Aber von der Grundfarbe und alles sind die ziemlich nah dran. Deswegen ist mein Fazit, ja, High-End-Highlighter können vielleicht manchmal so was Besonderes bieten, was die Drogerie noch nicht hat, aber dass sie mehr spiegeln als alles andere, würde ich nicht so unterstreichen. Übrigens, ich würde ja eigentlich gern diesen Highlighter hier zum neuen Kultprodukt machen. Das ist von Benefit der Dandelion Twinkle Highlighter. Allerdings ist der wahrscheinlich für die ganze YouTube-Welt nicht stark genug. Das ist nämlich so ein Alltags-Highlighter. Ich habe den auch schon mal im Schminky-Talk benutzt. Alles, was ich irgendwie kann, verlinke ich euch hier in der Infocard. Aber der ist halt so richtig, richtig schön. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was die Drogerie vielleicht noch nicht hinbekommen hat. Das heißt, ein Highlighter, der schon sichtbar ist, aber der nicht zu stark funkelt, der also einfach irgendwie schmeichelt, anstatt irgendwas zu betonen, was man nicht betont haben will. So, und was fehlt jetzt noch im Gesicht an Make-up? Richtig, Lippenstift. Und an welche Marke denkt ihr, wenn ihr Lippenstift hört? Also ich habe da immer an MAC gedacht. Und ich muss sagen, ich habe mich super lange dagegen gewehrt, irgendwie MAC-Lippenstift zu kaufen. Ich kann auch nur über eine Art von MAC-Lippenstift reden, denn ich besitze genau diesen einen. Das ist ein Cream-Sheen-Lipstick und zwar in der Farbe Cream Cup. Das ist ein ganz, ganz helles Rosa und ich muss sagen, sehr helle Rosatöne sind bei Lippenstift wirklich schwierig. Denn entweder sie sind schmierig und setzen sich ungleichmäßig ab und man kann schnell aussehen wie so Tippex
Lippe. Ja. Oder sie sind halt genau das Gegenteil, setzen sich nirgendwo ab, weil sie eigentlich durchsichtig sind. Und ich hätte nie gedacht, dass ich genau in einem MAC-Lippenstift, vor dem ich mich ja so lange gewehrt habe, die Lösung für dieses Problem finden könnte. Einen Liquid Lipstick aufzutragen, der einfach super gut deckt und lange hält, ist für mich keine Option, weil ich halt trockene Haut habe. Nein, ich möchte gern einen cremigen Lippenstift in einem schönen Rosaton tragen. Und dafür ist die Farbe Cream Cup tatsächlich, naja, die Antwort. Denn im direkten Vergleich dazu, ich habe hier tatsächlich von P2 aus der Full Shine Lipstick Reihe ein fast 1 zu 1 Dupe in meinen Schubladen gefunden. Mit der Farbe 240 Salute My Mood. Nur, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass dieses Ding halt qualitativ gegen das hier abstinkt. Aber sowas von. Und ich habe endlich begriffen, was der Reiz von High-End-Lippenstiften sein kann, nämlich eben in dem Bereich der cremigen Lippenstifte. Als ich den das erste Mal ausprobiert habe, da war ich mit der Textur erst unzufrieden, weil der gleitet nicht so schön über die Lippen wie dieses billige, schmierige Teil hier. Der klebt so ein bisschen fest. Es war so ein bisschen wie Knete, muss ich sagen. Das ist aber auch, was ihn A. hochdeckend macht, also hochdeckend im Gegensatz zu dem hier. Und B, relativ langlebig, denn sonst sind solche sehr feuchtigkeitsspendenden und ich sag mal schmierigen Texturen ja nach einer halben Stunde wieder weg von meinen Lippen, als wäre nie was gewesen. Das ist bei dem anders. Und ich kann verstehen, warum in dem Segment es sich lohnt, auch mal mehr Geld für einen Lippenstift auszugeben. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass ich mittlerweile, was die cremigen Lippenstifte angeht, aus dem etwas teureren Bereich auf die Lippenstifte von Clinique stehe. Ich habe hier gleich drei der Clinique Pop Lip Color and Primer Lippenstifte. Das sind alles so natürliche Farben, ein bisschen Nude-Töne, würde ich sagen, die schön formuliert sind von den Inhaltsstoffen, ganz genau wie MAC, ist auch super formuliert. Zumindest ich habe nichts daran zu beanstanden. Die sind auch sehr schön, pflegend, cremig und genau wie bei MAC einfach etwas höher pigmentiert und etwas langlebiger als die ganzen Pendants aus der Drogerie, die so in meinen Schubladen hausen zu Hunderten. Also da muss ich sagen, bei cremigen Lippenstiften, die halt, naja, es liegt in der Natur der Sache, dass die nicht so gut halten, da lohnt es sich für mich meiner Meinung nach ein bisschen mehr Geld auszugeben. Also ich benutze natürlich auch meine günstigen Lippenstifte weiter, aber wenn ich zum Beispiel einen verschenken würde, dann würde es wahrscheinlich einer von denen sein. Und zu guter Letzt, was würde der Make-up-Junkie jetzt noch tun? Zum Abschluss seines Make-ups ein Fixing-Spray auftragen. Und wenn ich an Fixing-Spray denke, auch wenn das MAC Prep and Prime Fix Plus eigentlich kein Fixing-Spray ist, also es macht das Make-up nicht länger haltbar, es ist eher so ein erfrischendes Feuchtigkeitsspray, würde ich sagen. Gibt es da meiner Meinung nach ein gutes Dupe? Und zwar das hier von Essence. Das gibt es zwar noch nicht so lange wie das Fix Plus, aber das Keep It Perfect Make-up Fixing-Spray, was tatsächlich das Make-up ein ganz klein bisschen länger haltbar machen soll, weil da nämlich ein Inhaltsstoff drinsteckt, der tatsächlich dazu in der Lage wäre, finde ich ganz persönlich die beiden im Direktvergleich ziemlich identisch. Ich habe die sogar mal auf eine Seite und dann auf die andere Seite gesprüht und habe das in dem Video auch gezeigt. Die machen bei mir beide, wenn ich sie am Ende über mein Make-up sprühe, so ein sehr glossiges Finish. Ich finde sie beide angenehm, ich vertrage beide gut. Und sie sind beide auch reizarm formuliert. Das ist aber bei dem Fix Plus von MAC nicht selbstverständlich, denn es gibt ja dieses Produkt in unterschiedlichen Ausführungen und die Sache mit Lavendel und sowas alles, die sind dann nicht mehr reizarm. Das heißt, hier lohnt es sich eindeutig, auf die Inhaltsstoffe zu achten. Ich habe mir auch eine kleine Größe gekauft, weil ich dachte, ich will erst mal wissen, was der ganze Hype ist. Und ich muss sagen, also ich würde wahrscheinlich das hier nachkaufen, wenn ich nicht plötzlich irgendwie einen Douglas-Gutschein bekomme oder so. Weil auch ich kann mich tatsächlich nicht davon freimachen, dass ich manche Sachen einfach gerne habe, weil es sich irgendwie fancy anfühlt, es zu haben. Auch wenn ich sage, dass ich zum Beispiel die Verpackung hier viel schlechter finde als hier, weil hier ist so ein ganz normaler Deckel drauf und wenn ich es mitnehme in den Urlaub, kann es mir nicht aus Versehen in der Tasche rumsprühen. Das ist hier anders. Also diese Vorrichtung, dass es quasi einrastet und sich dann nicht runterdrücken lässt, also die ist nicht sehr sicher. Ich muss das dann immer noch mit dem Klebeband fixieren.
Und dafür ist das Ding eigentlich zu teuer, finde ich. Als Moral von der Geschichte kann ich für mich persönlich konstatieren, dass ich nicht finde, dass man für irgendein Make-up-Produkt in die Parfümerie gehen muss. Denn es handelt sich bei dekorativer Kosmetik ja schlichtweg um nichts Überlebenswichtiges oder zumindest was, was so in die Richtung geht, wie, ich sag mal, passende Hautpflege. Die hat meiner Meinung nach mehr Einfluss auf das generelle Wohlbefinden. Und deswegen sage ich, bei den bunten Fingermalfarben fürs Gesicht kann man so viel oder so wenig Geld ausgeben, wie es einem Freude macht oder wie man eben hat. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Freude mit eurer Kosmetik, beim Schminken oder auch beim Shoppen. Und ich sage, bye! Light und ich kann sagen, nachdem meine Nase nicht mehr juckt, okay, jetzt. Nein! Moment. Nicht im Ernst. Okay, egal was ist. Nicht kratzen, auch wenn es juckt. Zähne zusammenbeißen. Das Haar hier nicht im Auge hängt, dann wird's was. Okay, Lipgloss, Kaffee, let's go. Das könnte doch ein nettes Thumbnail sein. Jetzt die Frage so. Können wir das Intro zu Ende machen und dann irgendwas drin ändern wollen, ne?